Die Gerüchte rund um den kommenden Spider-Man No Way Home verdichten sich immer weiter. Die neuesten Nachrichten dürften viele Fans freuen, denn Collider-Redakteur Jeff Snyder kündigte in seinem Podcast die Rückkehr von Willem Dafoe an. Dieser spielte im ersten Spider-Man mit Tobey Maguire die Figur Norman Osborn, später auch unter seinem Bösewichtnamen Grüner Kobold bekannt. Angeblich soll er dann auch in Zukunft die Sinister Six anführen, die zusätzlich aus Electro, Dr. Octopus, Sandman, Reno und Lizard bestehen. Offiziell bestätigt ist der Auftritt des 65-Jährigen noch nicht, weswegen man noch etwas vorsichtig mit voreiligen Schlüssen sein sollte. Wer aber definitiv bestätigt ist, ist Emma Stone. Diese antwortete auf die hartnäckigen Gerüchte rund um ihre Figur Gwen Stacy aus The Amazing Spider-Man 2 tatsächlich mit einer Bestätigung. Gwen Stacy ist sozusagen das Gegenstück zu Mary Jane, nur eben in den Amazing Spider-Man-Filmen. Eine letzte Neuigkeit zum MCU-Abenteuer stammt aus einem Interview von Sony Pictures, wo erstmals offiziell verkündet wurde, dass Spider-Man No Way Home die Ankunft des Superhelden im Spideyverse markieren wird. Der Vertrag zwischen Marvel und Sony sieht außerdem insgesamt 3 Solo-Filme, 3 Nebenauftritte in MCU-Filmen sowie die Option auf einen weiteren Auftritt vor. Die Solo-Filme sind mit Homecoming, Far From Home und No Way Home abgedeckt, genauso wie die Auftritte in Civil War, Infinity War und Endgame. Es bleibt also noch ein Auftritt, der sehr wahrscheinlich im kommenden Doctor Strange and the Multiverse of Madness sein wird. Danach wird Tom Holland das MCU wohl oder übel hinter sich lassen müssen, damit Sony Spider-Verse endlich in die Vollen gehen kann. Spider-Man No Way Home erscheint am 16. Dezember 2021 in den Kinos.